Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank, geschätzte angelobte Landesregierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, aber vor allem liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, hohe Geistlichkeit, geschätzte Ehrengäste, aber auch von den Bildschirmen, falls noch jemand diese lange Sitzung verfolgt, liebe Zuseherinnen und Zuseher, sehr geschätzte Salzburgerinnen und Salzburger. Heute sollte ein Festtag der Demokratie sein. Er ist es auch. Man erkennt es an der Stimmung im Raum, wenn man sich umschaut, wenn man zu seinem Nachbarn nach links und nach rechts schaut. Man erkennt es am Erscheinungsbild. Wir alle in diesem Raum sind ein bisschen schöner gekleidet als vielleicht sonst. Die meisten zumindest. Meine Fraktion trägt mit großem Stolz heute die rote Nelke an der Brust. Viele Gesichter sind neu in diesen heiligen Räumen der Demokratie. Und nachdem ich glaube, so ziemlich genau auf den Tag bald einmal unser schönes Bundesland im Bundesrat vertreten durfte nach 3 Jahren, darf ich mit Stolz sagen, und da spreche ich nicht nur für mich, sondern für meine ganze Fraktion und wahrscheinlich für alle Abgeordneten hier, dürfen wir den Menschen in unserem Bundesland stolz dienen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Sie werden es verstehen, wir haben schon 2 Prophezeiungen heute gehört, diesen Lobeshymnen und den schönen Worten können wir uns, vor allem als größte Oppositionspartei in diesem Land, nicht ganz anschließen. Ein schwarz-blauer Wind weht durch Salzburg und es gäbe genügend Gründe, die Fahnen auf Halbmast zu setzen. Ab dem heutigen Tag gibt es in Salzburg eine rechtskonservative Rückschrittsregierung. Ich habe der Präsidentin genau zugehört. Es ist darum gegangen, Vertrauen in der Bevölkerung, Vertrauen in die Politik wieder herzustellen. Das geht aber auch, und das habe ich heute leider noch zu selten gehört, da geht es auch vor allem um Ehrlichkeit. Es ist nämlich vor der Wahl, und es sind noch immer die gleichen Personen, die hier sitzen. Es ist vor der Wahl von der Niederdach gesprochen worden, von der Politik der 20er Jahre, von einem Herrn Kickl gewarnt worden. Es ist Anstand plakatiert worden. Wie sehr steht man zum eigenen Wort, muss man sich jetzt fragen. Präambel hin oder her, es ist immer noch die gleiche FPÖ, die hier sitzt, jetzt an der Regierungsbank. Die Freunde von denen, die den Bundespräsidenten als Mumie bezeichnet haben, die aber auch Schüler mit Migrationshintergrund herabgewürdigt haben. Und da stelle ich mir schon die Frage, und das hat heute schon sehr schön geklungen, die Weltoffenheit. Ist das weltoffen, frage ich mich. Es ist vom Paradies Salzburg gesprochen worden. Ja, da gebe ich Ihnen schon zum Teil recht, Herr Landeshauptmann. Wunderschöne Berge, wunderschöne Seen, eine tolle Gesellschaft, viele tolle Vereine, Gott sei Dank funktionierende Blaulichtorganisationen. Aber es hat auch eine Schattenseite. Denn, und das merken wir, das merkt jeder von uns in der Bekanntschaft, bei den Freunden, wir dürfen nicht zum Eldorado für Reiche, für Spekulanten und für Investoren werden bei uns im Land. Und da helfen nicht diese ca. 50 Seiten und 14 Kapitel, da müssen Taten folgen. Und ich habe mir das Regierungsprogramm genau angeschaut und da drinnen kommt sage und schreibe 2-mal das Wort Teuerung vor, 2-mal das Wort Inflation und das ist zu wenig. Kein Wort zu konkreten Maßnahmen, nichts, gar nichts. Kein Wort über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen. Keine konkreten Maßnahmen gegen die höchsten Wohnpreise von ganz Österreich. Kein Wort zum Mindestlohn, nichts. Da habe ich mir mehr erwartet. Die Inflation bzw. die unerträglichen Preise in unserem Land, ich hätte vermutet, dass da mehr kommen wird. Aber was soll's. Und ganz ehrlich, wir haben schon erwartet, dass es nicht besonders werden wird, dieses Regierungsprogramm, dass es vielleicht auch schlimm werden wird, aber wir haben nicht erwartet, dass Schwarz-Blau in diesem Land Frauen eine Herdprämie auszahlen wird. Und ich möchte nicht so allgemein bleiben heute, sondern ich möchte konkreter werden. Statt Kinderbetreuung, von der ist heute schon gesprochen worden, flächendeckend für alle wirklich ganztägig anzubieten. Eine Maßnahme, die Herdprämie, die nicht nur rückwärts gewandt ist. Wir haben immer vom zukunftsfitten Bundesland heute gehört. Diese Maßnahme versetzt uns eher ins vorige Jahrhundert.
Und genauso wenig haben wir vermutet, dass eine Landeshauptmann-Stellvertreterin jetzt auch zuständig für Naturschutz die Landesumweltanwaltschaft abschaffen wollte. Wir haben vorher gehört, die große Kritik am Kauf des teuersten Sumpflandes der Welt, 37 Millionen Euro an Steuergeld für die Anteringer Au, und plötzlich beim Hearing und nach der Wahl war alles anders. Wir haben keine konkreten Antworten vom zukünftigen Soziallandesrat gehört, wie wir wirklich Arbeitskräfte hierher nach Salzburg bekommen wollen, mit welchen konkreten Maßnahmen, wo sie doch nicht nur in der Pflege abgehen, sie gehen überall ab, in der Elementarbildung, beim OBUS, egal wohin wir schauen. Wir haben auch vom Wohnbau, auf den Landesrat, kommt wahrscheinlich einer der größten Baustellen in unserem Bundesland zu, vom Wohnbaulandesrat keine konkreten Maßnahmen gehört. Wie wir und die Hälfte der Bevölkerung, viele in Salzburg brauchen die Hälfte ihres Einkommens alleine fürs Wohnen. Keine konkreten Maßnahmen. Fassen wir zusammen, wo Schwarz-Blau regiert, gilt besonders oft die Unschuldsvermutung. Wo Schwarz-Blau regiert, gibt es im Wochentakt dann plötzlich Einzelfälle. Wo Schwarz-Blau regiert, herrscht traditionell mehr Privat und weniger Staat. Wo Schwarz-Blau regiert, wird Politik für die Reichen gemacht, für die René Benkos in diesem Land. Was dürfen wir uns von dieser Regierung erwarten? Schauen wir mal in die Glaskugel. In 5 Jahren wird es sich vielleicht noch stauen. Der S-Link alleine wird nicht das Allheilmittel. In 5 Jahren werden sich eventuell weniger Leute das Wohnen noch leisten können. Junge Familien müssen jetzt schon wegziehen. In 5 Jahren wird der Mangel an Pflegekräften vielleicht noch größer sein. In 5 Jahren werden die Klimaziele noch weiter entfernt sein. Und jetzt komme ich schon zum Schluss, Frau Präsidentin. Schonungslos, aber im Sinne der breiten Bevölkerung, aller Salzburgerinnen und Salzburger und alle, die bei uns im Bundesland wohnen, werden wir unsere Oppositionspolitik anlegen. Diese Regierung hat aufgrund des Regierungsprogramms und aufgrund des Hearings keine Zustimmung von uns bekommen. Aber unsere konstruktive Hand im Landtag hier, die Gesetze beschlossen werden, die bleibt ausgestreckt. Als Vorsitzender, und jetzt komme ich zum letzten Satz, der SPÖ, der größten Oppositionspartei, verspreche ich, für eine rechtspopulistische Landesregierung gibt es keine Schonfrist. Und wenn es eine gute Sache hierinnen gibt, dann sind die klaren Fronten hier ganz klar aufgeteilt. Es gibt auf der einen Seite eine rechtskonservative Landesregierung und auf der anderen Seite eine zukunftsorientierte und moderne Opposition. Herzlichen Dank.